Die Bodenluftraketen zur Sicherung der Olympischen Spiele im Sommer in London sollen auf dem Dach dieses Wohnblocks aufgestellt werden. Das Gebäude liegt im Stadtteil Bow und grenzt an den Olympiapark im Stadtteil Stratford. Die Bewohner des Wohnblocks wurden mit einer Broschüre darüber informiert und sind alles andere als glücklich. Gestern früh brachte mir meine Freundin die Broschüre. Ich war schockiert. Sie stecken ein Flugblatt durch den Briefschlitz und hängen ein paar Poster auf, und so werden wir also über eine Raketenbasis auf unserem Dach informiert. Mit dieser Informationsschrift wurden die etwa 700 Bewohner des Wohnblocks über die Pläne des Verteidigungsministeriums unterrichtet. Die Raketen sind Teil des Sicherheitskonzeptes für die Olympischen Spiele. Unter anderem werden auch auf der Themse und an der englischen Kanalküste zwei Kriegsschiffe festmachen.